Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Spelunky! Fuck yeah! Wir sind wieder in den Minen, wieder bei 1-1, denn wir sind ja letztes Mal verreckt. So, da haben wir ein bisschen Geld gefunden. So, haben den Sprung doch super hingekriegt. Und ja, da oben ist wieder eine Falle, deswegen will ich da nicht hin. Aber ich würde mir gerne doch diesen blauen Kristall hier holen, denn die sind natürlich viel wert. Im Gegensatz zu diesen normalen Dingen. Und ja, so. Hätten wir diesen Sprung auch geschafft. So. Die Dinge können nämlich auch aufstehen und werden dann zu Skeletten. Ist manchmal ein bisschen nervig. So, hier sprinten. Sind wir hier drüben. So. Nehmen wir den mal mit. Würde ich sagen. Was auch immer der bringt. Habe ich bis jetzt wirklich nicht verstanden. Ich dachte, er gibt extra Punkte, tut er aber nicht. Oder ein tut er vielleicht doch. Und ich habe es einfach nur nicht gemerkt, kann auch sein. Ja. Ach nee. So, ich komme da auch rüber. So, rette dich mal. Ja, das war... Ach, komm. Muss das Vieh mich noch treffen, ne? Also da vorne, hier ist zum Beispiel noch, da ist noch, den kann man zerschlagen, hier ist auch noch und weiter oben, ja, weiter gehe ich jetzt auch nicht, wir haben jetzt nur eine minimale Ausbeute von 6300 in der ersten Ebene, gut, ist nun mal so, kann man jetzt nicht ändern, was soll's, ne, würde ich mal sagen, so, hier zack, Level 1 von 1 abgeschlossen, weiter zum nächsten Level. Und ja, mal schauen, was wir hier haben. Minen 1, 2. So, zerschlagen wir das meiste erstmal hier. So, zack. Den nehmen wir mal mit. Und das Tolle ist schon diese Spinne da oben. Die wird mich jetzt schon wieder nerven. Ich schau mal. Aber auf der Seite kommen wir, glaube ich, gar nicht höher. Nee. Runtersprengen wäre eine Option. Natürlich hier. Wir haben viel Bomben, da würde ich sagen, hier sind wir mal großzügig. Da unten ist auch schon der Dingens-Typ. So, zack. Die nehmen wir mit. So, sehr schön. Schade, dass man nicht so von Wand zu Wand springen kann. Das wäre episch. Und hier haben wir so eine andere Spinne. Die lässt sich fallen und zieht sich wieder hoch. Die kann man eigentlich ziemlich leicht killen, indem man den einfach zack. Na? So, Spezialitätengeschäft. Wir haben hier eine Kamera, wir haben einen Teleporter, wir haben eine Hacke und ein Jetpack. Und pff, ich frage mich, wofür die Hacke ist. Ich nehme mal an, wir können da irgendwie was kaputt kloppen, deswegen kaufen wir die mal. Schau mal, ein scharfes Werkzeug zum Graben, allerdings schlecht verarbeitet. Das heißt wahrscheinlich, dass sie irgendwie kaputt gehen kann. Nehme ich mal an. Aber es ist doch schon praktisch, denke ich. Oder? Was denkt ihr? Yay! Ah, das Ding kann man natürlich nicht. Schade. Na, so ist das Ding schon mitnehmen. Ich glaube, man kann nur sehr seitwärts irgendwie buddeln. Das heißt, wir müssten theoretisch noch eins runter. Wobei, das geht auch so. Ja, laufen. So, bam. Jetzt haben wir da ein schönes Loch drin. Echt schön. So. Ja, wir kommen da sogar ohne Dingens aus. Ohne Seil. So, haben alles. Hier wäre noch ein bisschen Gold. So, zack, hier auch noch. So. Ach, und da ist direkt das Dingens. Dann können wir den Typen ja auch gleich abgeben. Und dann toben wir uns hier noch ein bisschen in dieser Ebene aus, sag ich mal. So, komm mal mit. Dir läuft das eiskalt im Rücken runter. Schon wieder. Aber da ist eine Truhe. Na gut, da können wir eh nicht vorbei. Ich hole noch mal schnell meine Spitzhacke. Nein! Meine Hacke! Nein! Gut, gehen wir halt einfach so weiter. Ich denke mal, ich vermute mal, dass man da irgendwie umkommt oder sowas. So, damit sind wir auf Ebene 3.
Mein persönlicher Highscore. Ah, verdammt, ich sehe es noch, wie ich runterspringe, weißt du, so bam. So. Aber gut. So, jetzt haben wir sie. Sehr schön. Und da ist wieder eine Spinne. Und was haben wir hier? Was haben wir denn hier? Voxel. Was ist denn ein Voxel? Kaufen wir mal. Er gehört ganz dir. Was macht der denn? Ich nehme mal an, das ist so ein Untertan. Ein Diener. So, das Vieh haben wir auch getötet. Oh, und da ist so eine riesige Spinne. Also die sind wirklich ziemlich nervig. Ah, verdammt, dann treffe ich mich selbst mit diesem Scheißstein, ja? Und dann schnappt er mir auch noch weg, ne? Und da wäre schon das Ziel. Hey, geil, der kämpft für mich. Wie praktisch. Ohne Mist, ist wirklich sehr, sehr praktisch. Ah, nee, da können wir nicht hoch. So, dann legen wir hier mal wieder eine Bombe hin. Sehr schön. So, du kommst mit mir, Sauhund. Ah, ich sehe auf Typen im Lack- und Lederoutfit. Oh, verdammt, was macht der Typ da oben? So, wir gehen... Oh, verdammt, jetzt habe ich so ein Seil verbraucht. Egal, wir gehen schnell weiter. So, hier, zack. Der Typ kommt direkt mit. Das ist sehr schön. Jetzt sind wir schon Ebene 4. Mir sträuben sich die Haare. Wird also immer schwerer. Merkt man auch schon. Upsala. Verdammt. Sag mal, kannst du das Vieh abschmeißen? Los, mach mal. Ach du Scheiße. Warte, wisst ihr? Hier, der Sasak. Ach du Scheiße. Das wird ja ein Spaß hier. Ich frage mich, ob man hier aber auch ohne Bomben auskommt, ne? Weil eigentlich müsste man ja auch ohne Bomben auskommen. Müsste dann halt nur ziemlich schwierig werden. Ja, wie zum Beispiel hier. Na, hast dir wehgetan? Ja, kein Problem. Oh nee, und da kommt diese erste fette Spinne. Die sind richtig schlimm. Die schmeißen alles voll mit Spinnweben. So. Na toll, jetzt ist der Typ natürlich hier runtergefallen. Ich weiß nicht, was dieses weiße Ding da ist. Jetzt wird's scheiße. Jetzt wird's scheiße. Ich frag mich immer noch, was das für ein Sarg ist. Okay, er fällt auf einen drauf. Oh Gott, das wird ja ekelhaft. Oh Gott. Oh Gott, da hatten wir überhaupt keine Chance hier. Alter Schwede. Alter Schwede. Ja, ich würde mal sagen, hier machen wir noch eine Runde. Haben wir Zeit. So. Da. So, jetzt warten wir mal kurz. So, zack. Und holen uns dieses verdammte Ding. So, sehr schön. Noch mal so ein bisschen Speed reinhauen. So, zack. Da ist eine Fledermaus. Die tricks mal. Oh, du Scheiße. Woo! Oh Gott. Oh, und die Scheiße. Fledermäuse gefallen mir sowas von gar nicht. So, jetzt müssen wir aber irgendwie nach unten kommen. Ah, hier. Ich weiß nicht, kann man den von der... Nein, von der Seite kann man ihn nicht schieben. Von der anderen Seite könnte man ihn schieben. Ist ziemlich praktisch manchmal. Aber eben nicht in unserem Falle. Da steht er eher im Weg. So, da ist wieder eine Falle. Aber gut ausgetrickt. Ich hatte noch nie so eine Schatztruhe. Oder doch. Oh doch, natürlich hatte ich schon Schatztruhen. So, hier unten unter mir ist nichts. So, dann kann man doch da hinspringen. Da ist wieder die Schwuchtel. Wow, 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 das war aber knapp. Na, komm. Ich habe keinen Bock, dass mir die Spinne auf den Kopf fällt. So, sprengen wir uns dadurch. Gerade so hier. Ah!
Oh, verdammt, verdammt. Es war jetzt nicht so ratsam hier. Oh. Und das auch nicht. Ich Idiot, ich Idiot, ich Idiot, ich Idiot, ich Idiot. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und ja, ansonsten viel Spaß. Bis dann. Haut rein.